Moin aus Hamburg. Ja, es ist mal wieder soweit, Roadtrip-Time. Und ich nehme euch mit nach Konstanz. Hamburg-Konstanz liegt heute an. Und zwar, wir fangen mal an. Es ist zwar hier eine Langzeitspeicher. Moment, Kurzzeitspeicher, den wollen wir nicht. Reichweite, 474 Kilometer bei 100% voll. Schaut mal, auf die Temperatur sind 3 Grad. Ich habe gerade vorkonditioniert. Ja, ich habe also die Heizung via App aktiviert im Auto. Und scheinbar, weil wir haben nur 3 Grad Außentemperatur, werden auch hier, seht ihr hier, 14 Grad Min und 16 Grad Max, wird auch die Batterie vorgeheizt. Das ist schon mal ein gutes Indiz, dass es dann tatsächlich doch mit der Vorheizfunktion funktioniert. Genau. Also, wir starten jetzt erstmal. Wir haben knappe 900 Kilometer vor uns. Und ich bin gespannt, wie sich der e-tron jetzt auf der Strecke schlagen wird. Und ihr seid natürlich dabei. Los geht's! So, wir sind nun angekommen am ersten Ladestopp. Jetzt links abbiegen. Und zwar hier wieder im Harz. Sesenharz heißt das Ding hier. Beziehungsweise Rüden, wie wir es vom Supercharger her kennen. Scheint zum Glück nicht viel los zu sein. So, dann nehmen wir uns hier doch mal den Allego XXL in Klammern zum Quadrat. Der ist ganz gut, da lade ich immer. Jetzt links abbiegen und dann nach halb rechts. Ach Mäuschen, hast du immer noch nicht gerafft, dass ich doch jetzt hier laden will? Denn los? Ja, mit den Außenspiegeln hier, die sind so komisch geformt. So, erst ankabeln, dann können wir sprechen. Muss schnell gehen heute. So, wir sind jetzt angekommen hier im Harz, am Supercharger Rüden quasi, an dem es auch Allego-Säulen gibt. Und ja, wie sieht's aus? Also, ich bin eigentlich immer nur 130 gefahren und dann zum Schluss noch ein bisschen Kapelle gemacht, um einfach auch, ja, was soll ich sagen, um einfach auch ein bisschen den Akku warm zu kriegen, also sprich Vollstrom mit 185. Wir sind dann also mit, ihr seht es, mit 25 bis 28 Grad in den Zellen hier angekommen und laden natürlich jetzt, na, was heißt natürlich, ja, wir laden jetzt mit 123 kW. 131 habe ich jetzt gesehen hier bei dem Wagen. Und ja, wir laden jetzt, wir haben 23%. Ihr seht den Durchschnittsverbrauch, der hat sich ganz schön was reingezogen, aber ihr seht auch die Temperatur und das ist echt das große Problem. So, mit den letzten Croissant-Resten im Bad
kabel ich jetzt ab hier. Was echt nervt bei Allego ist das Gepiepe von diesen Gleichrichtern. Das nervt echt ohne Ende, weil man kann hier nicht mit offenem Fenster sitzen. Insofern kleines Manko, aber ich bin schon wieder bei über 80%. Ich bin zu langsam für die Elektromobilität. Ich muss an meiner eigenen Performance arbeiten. Also 85% in 35 Minuten beziehungsweise 49 Kilowattstunden in 49 Kilowattstunden in 35 Minuten. Finde ich gut. Also stoppen wir, weiter geht's. Hier angekommen in Fulda. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hier heißt. Also ist auf jeden Fall, mal gucken, ob ich das hier irgendwo sehen kann. Auf jeden Fall ist es ein Meer MER-Lader, an dem ich schon mal geladen habe. Aber der ist ein relativ neuer Standort. Ich zeige euch das gleich nochmal. Wir laden mit 128 kW, also in der Tat ja, Vollgas, sind mit 16% angekommen, sind jetzt schon bei 22%, sollen 50 Minuten, also das, was da steht, ist immer bis 100% laden. Ich lade aber nur bis 80, weil in der Tat ist bis 80 die Ladeperformance echt nicht schlecht, beziehungsweise hinten raus, also bei 80% lädt er noch mit 65 kW. Das finde ich gar nicht schlecht. Also da habe ich mit weniger gerechnet. Insofern, aber ihr seht, 26,2, ich gebe schon Gas, ne? Ich gebe schon richtig Gas. Also ich bin jetzt die ganze Zeit 150 bis 180 gefahren, weil das einfach funktioniert. Er verbraucht dann nicht wirklich viel mehr, ne? Also insofern ist das gar nicht schlecht, auch ein bisschen schneller zu fahren, weil dann auch gleichzeitig die Temperatur, das könnt ihr hier sehen, auch in einem ordentlichen Fenster ist. Hier mit, also ich bin ja auch mit 33 Grad angekommen und hier oben seht ihr es auch, also er lädt tatsächlich mit 130 jetzt mittlerweile. Also ja, das ist glaube ich jetzt so das Maximum, wobei 131 habe ich auch schon gesehen heute Morgen, ja, 130. Funktioniert wirklich gar nicht so schlecht und ich muss hier doch mal die Ladekurve auch im warmen Zustand machen. 14,5 Grad haben wir Außentemperatur und das macht sich extrem bemerkbar. Also diese paar Grad Temperaturunterschied machen sich so unglaublich bemerkbar im Verbrauch und in der Ladeleistung. Das ist schon eine krasse Nummer. Ja, guckt mal, wir sind jetzt schon, haben wir eben 10% aufgesammelt und ich muss gleich mal gucken, wo es weitergeht. So, ich brauche theoretisch, ja gut, das ist auch so ein Thema, das habe ich noch nicht so richtig verstanden hier bei diesem Teil. Also genau, hier bin ich jetzt. Meer, Michels-Rombacher Straße bei Fulda. Ja, also das ist irgendwie bei Fulda, südlich von Fulda würde ich mal sagen. Und der nächste Stop soll sein dann in Würzburg. Ja, habe ich mir, die kenne ich gar nicht, also Salvatorstraße 26 hört sich an nach Würzburg Innenstadt, da habe ich natürlich gar keine Lust drauf, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Aber guck mal hier, 29%, der lädt immer noch mit 130, 131 kW,
Das ist schon okay. Ich meine, jetzt gleich wird das ab 35% geht die Kurve runter. Und bei 54% ist er schon unter, das muss ich mal eben lügen, ich glaube schon unter 90 kW. Gucken wir gleich mal. Jutti, ich zeige es euch nochmal eben von draußen. Das ist hier der Standort. Ein neuer Aral-Autohof mit einem Rosis. Die sieht man ja auch vermehrt. Restaurantgedöns. Und hier sind eben die mehr 225 kW können die Dinger. Aber ich denke mal, die teilen sich die 225 kW, wenn denn ein zweiter da ist. Ne? Auch schön die Alpitronic hier. Die sind wirklich super. Die laufen wie verrückt. Das macht echt Spaß und sind sehr zuverlässig, damit zu laden. Also das ist wirklich absolut in Ordnung. Und da oben ist die Autobahn, also wirklich sehr nah. Auch man muss jetzt nicht irgendwie großartig noch weit wegfahren, um zum Laden zu kommen. Hier ist tatsächlich weniger los als an einer direkten Autobahnraststätte. Also ich mag das. Und die Toiletten da, da werde ich mich da auch nochmal hin verpieseln im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind echt, echt sehr gepflegt. Und das sieht gar nicht schlecht aus da. Also da werde ich da nochmal hinfahren. Nee, hingehen werde ich da. Hab ja jetzt ein bisschen Zeit. Zwischenziel erreicht. Achtung, Baustelle auf der A7. So, ruckzuck geladen. Das ging wirklich schnell. Ich hätte gerne ein bisschen länger Pause gemacht, aber tatsächlich bin ich noch fit. Und fahre lieber noch ein bisschen weiter. Metern rechts abbiegen auf die B27. Ja, geplant ist ja eigentlich tatsächlich nur ein Ladestopp. Mal gucken. Das wäre ja nicht schlecht. Würde natürlich auch bedeuten, dass die Reiserei nach Konstanz von Hamburg aus, also diese knapp 900 Kilometer, dann mit einem Ladestopp weniger und deutlich schneller zu bewerkstelligen wäre. Jetzt rechts abbiegen. Das ist ja mal eine abenteuerliche Auffahrt hier. Warum sollte man die auch ausschildern? Bitte in 500 Metern an der Ampel links abbiegen auf die A7 in Richtung Würzburg. Ja, also, wie gesagt, wir haben jetzt noch 428 Kilometer, waren es glaube ich gerade. Und das werden wir uns jetzt mal mit einem einzigen Stopp noch gönnen. Jetzt links abbiegen. Man ist natürlich immer ein bisschen erschrocken. Also ich habe jetzt 82% drin, aber nur eine Reichweite von 235 Kilometer. Aber klar, ich bin natürlich ja auch mit 180 die ganze Zeit gehämmert. Der wird also einen recht hohen Verbrauch gehabt haben, die letzten 50 Kilometer. Insofern passt das schon. Ich werde jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Einfach, weil die letzte Ladestation ist schon relativ nah an Konstanz, also weit hinter Stuttgart. Dementsprechend werde ich hier mal ein bisschen Piano machen, damit ich das auch sicher erreiche. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt fahren wir erstmal weiter. Es ist Sonne pur. Es sind jetzt 17,5 Grad. Der Akku freut sich. Ich denke mal, das wird doch dem Verbrauch sehr gut tun. Und ja, jetzt kommt der vorletzte Stint. Und dann sind wir schon in Konstanz. Ja, Ludwigsburg Richtung Stuttgart, immer voll. Krass, was hier los ist, egal um welche Tages- oder Nachtzeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier fahren sie auch wilder. Also viele Manöver, Lückenspringen, also alles, was man so richtig gerne mag. Aber wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Stuttgart-Zuffenhausen.
jetzt rechts abbiegen und danach den Voll wieder rechts abbiegen. So, Freunde, hier sind wir am Ladepark in Heilbronn. Vergesst immer, wie der heißt. Bist du auch Wurst? Da fahren wir einmal rum. Hier war ich ja schon mal. Habe ich euch aber nicht gezeigt, weil ich mache total viel Videomaterial. Aber schaffe das Schneiden nicht. Juti, also wie immer. Hier kann man sogar mit Anhänger laden. Hier ist eine extra Anhängerspur. Hier ist ein WC. Kann ich auch empfehlen. Wird gut sauber gemacht. Ja, und hier stellen wir uns jetzt mal hin und laden mal 100% Ökostrom bei NBW. Schauen wir mal, was hier so geht. Wir kommen an mit 17% und warte mal, wo stehe ich denn jetzt mal am besten? Nee. Wir kommen an mit 17%. Bedeutet, wir sind durchgehend 150 eigentlich gefahren, kann man sagen. Also in der Tat macht auch mit diesem e-tron hier es Laune, nicht 130 zu fahren, sondern 150, wenn man dann wirklich viel schafft. Und wir haben eine Batterietemperatur von 31,5 Grad. Heißt also, er sollte jetzt hier eigentlich auch gut ziehen. Das probieren wir jetzt mal aus. Aussteigen, anstöpseln, Attacke. So, was hier mal ganz cool ist, seht ihr, hier wird sofort die bisschen mehr als die maximale Ladegeschwindigkeit angegeben, wahrscheinlich damit es einen psychologischen Effekt hat und man nicht wie bei Ionity mit 130 hier irgendwo rumdümpelt im ersten Drittel. Das finde ich ganz cool gemacht. Sowieso ist die Anzeige ziemlich gut gemacht und vor allen Dingen lesbar. Und jetzt kann man ja nur eins machen, man kann sich hier die Ladekurve anschauen. Die ist natürlich jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig, aber wie ihr seht, Energie, durchschnittliche Leistung und Ladezeit wird hier ausgegeben und macht sicherlich hinterher Sinn, wenn das Ding fertig geladen ist. Wenn hier die Ladeleistung hängt unter anderem von Ihrem Fahrzeug, dem Ladestand und der Temperatur Ihrer Batterie ab. Also das ist wirklich eine coole Anzeige. Finde ich gut. Und hier seht ihr auch, er arbeitet sich jetzt hoch, das sogenannte Up-Ramping. Ja, wird jetzt erstmal, schätze ich mal, bis 30% irgendwie sicherlich bei 130 bleiben. 30-35% meistens. Schauen wir uns mal am Schluss die Ladekurve an. So, Freunde der Sonne, wir sind wieder fahrbereit und zwar sogar viel weiter, als wir eigentlich müssten. Aber ich habe noch telefoniert und so weiter und jetzt zeige ich euch das mal. Man kann ja hier beim e-tron auch die Reichweitenwolke einstellen. Da muss ich hin, das ist mein Ziel, also Konstanz am Bodensee. Und ihr seht, ich komme da bis weit über die Schweizer Grenze. Mit 275 Kilometern bei 84% State of Charge. So, jetzt müsst ihr das auch sehen können. Also letztlich 150, hier ist natürlich arg hügelig. Also auch das spielt sicherlich eine gewisse Rolle. Aber wir haben jetzt 24 Grad, damit sollte ich die restlichen Kilometer locker schaffen. Ich denke mal auch, dass ich irgendwie noch locker im zweistelligen Bereich liege, wenn ich dort ankomme. Und im Lago kann ich dann ganz entspannt mit 11 kW laden. Passt soweit. Jetzt fahren wir erstmal los. Bislang war ich immer nachts hier, aber tagsüber sieht das natürlich auch ziemlich schick aus. Ne? Also ist sehr freundlich gehalten, schöne Farben. Wirklich alles schön sauber. Macht, glaube ich, eine Menge aus. Da hinten lädt noch ein ID3. Ich hoffe, ihr seht den. So, da hinten lädt noch ein ID3. Und wir gucken uns hier nochmal unsere Ladekurve an. So, hier sieht man es, bei 85 oder kurz vor 85%, also eher bei 82%, kommt schon der Pillenknick. Da würde ich eigentlich immer aufhören zu laden, weil ab da wird es dann doch ziemlich doll weniger. Also hier sind so ungefähr 35, 37% und dann geht es wirklich linear runter
Hier ist dann die erste Delle bei 60 und dann, ja, bei 82 macht es dann wirklich nur noch Sinn, wenn man, so wie ich, entweder noch telefoniert oder keinen Zeitdruck hat. Deswegen fahren wir jetzt erstmal weiter. So, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber auf der rechten Seite beginnt schon der Bodensee. Der ist ja auch ewig groß. Vielleicht könnt ihr es hier unten auf dem Navi auch sehen. Also wir fahren schon die ganze Zeit an den Nebenarmen vorbei. Hier im 22 Grad strahlenden Sonnenschein. Wenn ich nie arbeiten müsste, wäre es eine schöne Urlaubsregion. Ja, wie ihr seht, geradeaus ist ja der Bodensee. Konstanz ist wirklich toll gelegen und ich wollte euch nur mal ein kurzes Resümee geben zu den, der Kreisel ist neu hier, den habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ja innerhalb der letzten paar Wochen entstanden sein. Zu der Fahrt hier runter, also wir haben nicht ganz 10 Stunden gebraucht, also eigentlich alles wie geplant, genauso lange wie mit Model Y. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit Model Y, glaube ich, etwas langsamer, ich weiß es nicht, das ist schwer zu sagen, ich muss nur mal den direkten Vergleich machen. Also ich komme mit beiden Autos unter 10 Stunden hierher, fast 900 Kilometer. Also damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe dreimal geladen, beziehungsweise jetzt ein viertes Mal habe ich noch geladen, obwohl ich nicht musste. Ich hätte also noch knappe 100 Kilometer Reichweite gehabt im Ziel. Habe das aber jetzt gemacht, weil ich A, telefonieren, B, E-Mails und C, ja, dann nochmal voll machen konnte, weil hier eine neue Raststätte mit einem neuen Ladepark war. Also habe ich mir das auch nochmal angeschaut. Ich habe es euch hier eingeblendet und ja, interessanterweise kann man jetzt hier Urlaub machen, aber man kann eben auch arbeiten. Das werde ich jetzt die nächsten 3 Tage tun und das Auto bleibt so lange hier stehen und ja, so geht das. Ich zeige euch jetzt mal noch so ein paar Eindrücke aus Konstanz, aus der Innenstadt, dem Hafenbereich und so weiter. Und dann sehen wir uns wieder auf der Rückfahrt. Los geht's. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Thank you.